Wir schauen uns nach langer Zeit Insane Parents an. Also durchgeknallte Eltern, bei denen es schlimmer gar nicht gehen kann. Und ich glaube, der ein oder andere hat mit sowas schon mal Erfahrung gemacht. Und ihr seid nicht alleine. Leider gibt es viel zu viele und genau deswegen schauen wir uns das heute mal an. Die Folge ist ein bisschen länger, deswegen, falls es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Kinder haben ein Recht für Privatsphäre. Sie sind keine Gegenstände. Hahaha, natürlich sind sie das. Wenn sie Privatsphäre wollen, können sie ausziehen. Warum melden sich meine Kinder nie bei mir? Hä? Die sind so undankbar. Wenn dein Kind nicht mehr darauf reagiert, wenn es verprügelt wird. Es funktioniert. Da muss man zu sagen, das sagt erstmal nichts aus, aber die Kinder, das war eine Bestrafung von früher, von vor irgendwie 50, 60 Jahren, vor allem in Schulen oder so. Da wurde dann Reis oder ich glaube anderes in die Ecke gelegt und dann sollten die darauf knien. Und das hat halt super wehgetan, vor allem über Zeit. Und das andere ist, mittlerweile ist das verboten. Also das ist eher ein Lifehack, wie man sein Kind verliert. Mein Vater hat wirklich versucht, mir zu folgen, nachdem ich ausgezogen bin, indem er ein Tracker an mein Auto geklebt hat. Holy Sch**, ich würde da zur Polizei gehen. Wenn der Vater so krank ist, dann dürfte er am besten keine 10 Kilometer in meine Nähe kommen. Erinnerungen von deinem Kind. Ich bin ein Kind. Es ist nur ein Spiel. Der Coach macht das freiwillig. Ist kein Professioneller damit. Die ganzen Leute sind hier Menschen. Und keine Stipendien werden heute ausgegeben. Krass, wenn man sowas schreiben muss, dann müssen manche Eltern echt bei solchen Turnieren in der Schule ja komplett ausgerastet sein. Das habe ich zum Glück in Deutschland noch nicht gesehen und ich hoffe, ich werde es auch nie. Mit wem redest du? Hä? Ich bin auf Reddit. Mit wem redest du? Ich rede mit niemandem. Wir konnten nicht hören. Es hat wie du sich angehört. Ich habe mich geräuspert, wenn du das meinst. Imagine, deine Mutter macht dich irgendwie komisch an, weil du dich geräuspert hast. Ha? Wie kann ich meinem Mann klar machen, dass unser 4 Monate alter Sohn keinen Nutzen aus einer Tracht Prügel bekommt? Alter, wie kann man einen Vater haben, der ein 4 Monate altes Baby eine Tracht Prügel verreicht? Wie ist das überhaupt gekommen, dass Eltern die Kinder schlagen? Die haben immer verkackt. Du musst das nur machen, wenn du als Elternteil komplett scheiße bist. Ganz oben ist ein Link zu einem Fire Tablet und ich habe gerade mal nachgeschaut, mit den Specs kostet es knapp 200 Euro. Nur als Hintergrundinformation. Das ist, was deine Mutter für Muttertag will. Und was ist, wenn ich nicht genug Geld habe? Hast du? Hast du nicht genug? Lol. Welcher Elternteil schreibt lol? Wofür willst du das? Nur für Bücher oder auch fürs Internet? Ich habe keinen Computer. Entweder ist es das oder ein Laptop. Was würdest du mir lieber schenken? Warte. Die Mutter schreibt dir vor, was du ihr schenken sollst. Entweder ein Tablet oder ein Laptop. Schenk mir entweder 200 oder 1000 Euro. Ich kann mir beides nicht leisten. Wie viel kannst du dir denn zum Muttertag leisten? Hier kommt drauf an, wie viel kannst du dir denn zu meinem Geburtstag leisten? Vor allem, dass er dann noch antwortet mit, hey, so 50 Dollar. Ich hätte nicht mehr geantwortet. Ich möchte nie wieder, dass du im Folgenden sagst, ob in echt oder im Text. Du hast mich rausgeworfen. Du hast es geschafft, dass ich dich rauswerfe. Das heißt, du hast ihn rausgeworfen, aber du willst dir nicht klar machen, dass du dein eigenes Kind rauswirfst. Nein, ich hab dich nicht geschlagen. Du hast dich nur so verhalten, dass ich dich schlagen musste. Ein anonymer Post. Schade. Mein Sohn ist gerade 6 Jahre und super undankbar. Er widerspricht mir und sagt, dass er nicht in meine Religion glaubt. Mobbt auf seiner Schule und schlägt seine anderen Geschwister. Ich kann nicht mehr. Ich habe ihm Hausarrest gegeben. Ich habe sein Po gehauen. Habe alle seine Geschenke verkauft. Und habe ihn alle Spielzeuge weggenommen und habe nur ein Bett in sein Zimmer gelassen. Was könnte ich noch tun? Wie wäre es mit einem normalen Elternteil werden, der es nicht komplett kaputt im Kopf ist? So schlafen die zwei. Das ist voll süß. Ey, Katzen sind aber auch knuffig. Warum ist sie nicht in der Schule? Das ist die Antwort. Die erste? Sie ist in der Schule. Das war letzte Nacht.
Meine Lichter sind nur... Oh mein Gott. Ab dem Zeitpunkt hätte ich schon keine Lust mehr. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht bin ich auch da ein bisschen extremer, aber ich hätte keine Lust mehr, da weiterzuschreiben. Wenn das allererste ein Vorwurf zu normalen Fotos ist, dann habe ich keine Lust auf die Person. Auch wenn es meine Mutter ist. Vor allem dadurch, dass sie mit der Katze schläft, kommt der letzte Satz. Du musst deine Kinder unter Kontrolle bringen. Verprügeln sie und hör auf, dass sie die Kontrolle über den Haushalt haben. Und das alles wegen einem Foto von einem Kind, das mit einer Katze auf der Couch schläft. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt hätte ich einfach den Kontakt abgebrochen. Hey Mom, ich habe diese App auf meinem Handy und die nimmt immer ein Foto auf, wenn jemand versucht, in mein Handy zu gehen. Also wenn jemand den Code eingibt. Ich habe gerade die Bilder gelöscht und habe gesehen, dass du es 4-mal versucht hast am 20. Oktober um 20.30 Uhr. Warum? Weil ich's kann. Direkt weg mit den Eltern. Herpes, AIDS und Hepatitis sind alles Viren. Das sagen sie uns zumindest. Aber jemals jemanden gesehen, der eine Maske trägt, um das Verbreiten davon zu verhindern? Also Karen, das wird auch Kondome genannt. Ich finde das Wort Penismasken auch super. Ja, genau dafür sind die da. Ey, dass Leute das nicht verstehen. Ich habe dir schon oft genug gesagt, dass du nicht in den Raum darfst. Dad hat gesagt, ich darf da rein, solange da andere drin sind. Wie zum Beispiel... Er hat dir gesagt, Familie. Nein, er hat nur andere Leute gesagt. Und das Schöne ist, worum es geht. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht vorgelesen. Meine Stiefmutter ist sauer, weil ich im Wohnzimmer war, während mein Bruder da war. Das Kind ist nicht im Wohnzimmer erlaubt. Es darf nicht ins Wohnzimmer. Ey, was für eine traurige Familie. Eine lange Geschichte. Kurz gehalten. Mein 7 Jahre altes Kind musste ins Krankenhaus, also muss er jetzt die Rechnung abarbeiten. Amerika! Du musst ins Krankenhaus in Amerika. Schon scheiße genug, dass es halt viel kostet. Und dann machen deine Eltern sowas. Das Witzige ist, er muss ja $538 zahlen. Ich habe die gerade gezählt per Hand. Der muss 55 Felder abzahlen und jedes Feld sind 10 Euro oder 10 Dollar, also 550. Der muss einfach Zinsen an seine Eltern mit 7 zahlen. Vor allem, wie machst du als 7-Jähriger bitte Geld? Ich habe Covid und mein Vater hat mir das gerade geschickt, nachdem er mir gesagt hat, dass ich es fake. Und ich habe einfach nur Depression. Oh, wie geht's dir? Hast du es in die Schule geschafft? Es könnte Wochen dauern, bis du wieder 100% gesund bist. Nimm einfach ein bisschen Advil. Das wäre sowas ähnliches wie Ibuprofen, so eine Schmerztablette einfach. Und geh zur Schule. Da stell dir vor, du hast Corona. Wenn du in Corona richtigen Kackverlauf hast, bist du total am Ende und dann sagt dir dein Vater, ja, nimm Ibuprofen. Das ist das Gleiche mit, oh ja, damals, vor 30 Jahren, ich habe für 6,50 Euro gearbeitet. Und wenn man das irgendwie auf Inflation rechnet, sind das so 14, 15 Euro heutzutage. Ja, okay, du hast also wenigstens über den Mindestlohn gearbeitet oder arbeiten können. Aber ich soll das nicht dürfen. Mein kleines Mädchen, LMNOP, Johanna. Wie spricht man den Namen aus? Wie das Alphabet. LMNOP und kurz OP. Ich glaube, der einzige Mensch, das einzige Kind, das es schlechter hat, hat Elon Musk Kind. Das Kind von Elon Musk heißt das. Ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer als das Alphabet, aber wenigstens ist Elon Musk irgendwie ein Milliardär und das Kind wird kein Problem haben, weil es auch Milliardär ist damit. Und dann kann man das Mobben wenigstens umgehen. Ich kann die Nägel deines Babys machen. DM't mich einfach. Wer will bitte solche Babynägel haben? Gönn denen doch mal ein normales Leben. Ich habe die Konzertkarten. Kann ich mir davon 2 nehmen, bevor ich sie zu dir schicke? Nein. Warum? Hä? Weil ich's nicht will? Weil du sie verkaufen willst an deine Freunde? Hä? Ich dachte immer, das ist das, was du tust. POV, du bestellst halt ein paar Karten für ein Konzert für die Leute mit, das nicht jeder einzeln einfach bestellt. Meine betrunkene Mutter hat meinen PC einfach von meinem Schreibtisch gezogen. Gerissen. POV, du willst, dass deine Kinder dich irgendwann abnormal hassen und die dich nie wieder kontaktieren, sobald sie aus deinem Haus, Wohnung weg sind. Keine Seiten,
heißes Metall, kein Plastik, kein Mulch, sowas wie Rasen? Nur harter Dreck. Kein Wunder, dass wir tougher sind. Ihr seid so tough. Wenn jemand sowas schreibt und sich wirklich denkt, oh, ich bin so tough, der hat irgendwie noch nie selbst ein bisschen reingeschaut. Jede neuere Generation ist immer schlechter drin. Das ist das Einzige, was gerade passiert. Was ist mit Bananen? Ich habe eine 2090. Das heißt, ich bin wahrscheinlich allergisch darauf. Und dann spezifiziert sie nochmal, hey, immer wenn ich das anscheinend esse, juckt es mich, also bin ich allergisch. Und dann Vater, Mutter, wahrscheinlich Mutter als Geburtsgeber. Also ess sie trotzdem, du brauchst sie für deinen Körper. Ja, damit du schneller stirbst, wenn du was Allergisches isst. Allergietherapien gibt's, aber die sind nicht einfach nur, okay, dann ess das in Massen. Der Grund, warum ich den Christentum predige. Meine Tochter ist das Rechte und Taylor Swift Geschlechtsteil das Linke. Du bist schon ziemlich eklig, muss ich gestehen. So viel zum Thema Liebe deinen Nächsten. Meine Kinder haben keine Handys. Der einzige Weg, um ins Internet zu kommen, ist durch mein Handy oder das von meiner Frau. Also, ja, ich kontrolliere es, weil ich ein verantwortlicher Elternteil bin. Was ja vom Ding her nicht komplett falsch ist, aber man sollte es lernen und dann kommt der Nebensatz. Die Mitschüler meiner Kinder sind deren Geschwister. Die gehen nicht mal in die Schule. Ich verstehe, ich habe auch nie Bock auf Schule. Schule ist auch nicht so geil, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die da gelehrt werden. Es ist leider schon wichtig. Unser zukünftiger Alligator-Wrestler, ja, es lebt. Also das Ding ist, ich würde das gar nicht so krass schlimm finden. Ich finde das fies gegen dem Tier über. Weil man sieht, okay, der Mund ist halt zu. Damit wird das Krokodil nicht was machen. Es ist aber trotzdem noch ein Kleinkind. Was ist mit solchen Eltern falsch? Du hast ein Paket bekommen von irgendwas. Dein Vater dachte, es ist von dir für uns. Also haben wir es geöffnet. Nein, das ist mein hässlicher Christmas-Sweater. Das wäre schon ein witziges Geschenk von mir an euch. Nicht witzig. Ein hässlicher Weihnachtspullover? Ja, es ist von Demon Christmas Sweater, okay? Ein Dämonen-Weihnachtspullover. Du meinst eher teuflisch? Ja. Nicht witzig. Bist du ein Darkling? What the fuck? Sie hat das so geschrieben, da steht Darkling. Und das würde dann, bist du ein Dunkelling? Ich mag ab und zu einfach dieses Goth-Outfit. Ist das nicht viel zu schlimm? Das ist von Baal oder Moloch. Die Kinderopfer. Ey. Da ist ein Dämon drauf. Also opferst du auch Kinder? Ja, oder? Ey, ganz ehrlich, ich würde dann gar nicht mehr weiterreden. Wenn du denkst, durch einen Pullover, dass deine Tochter für Kinderopfer und so weiter ist, dann bist du ein bisschen kaputt im Kopf. Der Vater hat es satt, dass die Mutter immer disrespected wird. Und sie muss ihr Handy dann zerschlagen. POV, du wirst deine Tochter, sobald sie ausgezogen ist, nie wieder sehen. Tutorial, Lifehack, genau so. Wach auf! Es ist in Ordnung, wenn du ohne mich frühstückst. Komm jetzt her! Warum? Weil ich es sage! Tu, was man dir sagt! Geh einfach frühstücken. Ich sage, hör auf! Ich liebe meinen Vater, weil er hier mit mir ist. Du, unschön. Du spielst nicht mit mir. Du hast mich verlassen. Ich gehöre zu meinem Vater. POV, du gehst zu deinem Job und dein Vater macht dir ein schlechtes Gewissen? Also es gibt ja so ein Level von, okay, es soll ein Witz sein und dann kann man es zu weit machen. Ist die Erde flach oder rund? Hier haben wir den Beweis, dass es flach ist. Und zwar Wasser. Wasser muss zurückgehalten werden. Du musst kein Genius sein, um das zu verstehen. Ja, man nennt es auch Schwerkraft. Hä? Die Leute denken sich echt den größten Müll aus und denken dann, boah, ich bin so schlau, ich habe die Welt gelöst. Und dann kommt sowas raus. Ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter seit 2018, wegen hauptsächlich körperlichen Brauch. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, bis letzten Monat, als ich sie im Supermarkt getroffen habe. Ich habe ignoriert, wie sie mich angestarrt hat. Gestern habe ich Gerichtsunterlagen bekommen, weil sie mein Kind sehen möchte. Der witzige Punkt daran ist, ich habe mit dem Kind eines Freundes geshoppt. Also sie will eine Berechtigung haben, ein fremdes Kind zu sehen. Ich werde zum Gericht gehen, nur um ihr Gesicht zu sehen. Welcher Anwalt macht denn da bitte mit? Ja,
Ich habe mein Kind immer missbraucht und deswegen will es keinen Kontakt mehr mit mir haben. Aber ich möchte gerne das Kind von meinem Kind sehen. Das darf ich doch, oder? Was für eine Mutter wirst du sein? Keine gute. Mein Enkelkind wird nichts haben mit dir. Daumen nach oben. Aber es ist in Ordnung. Billige Klamotten. Hahaha, ich liebe diese Konversation. Hahaha, ich habe gerade gelacht. Hahaha, und habe gesagt, dass du wie unsere Oma reagierst. Ja, bei so einer Mutter wundert's mich nicht. Da hat die Oma anscheinend schon versagt und dachte sich, ja fuck, jetzt ist leider schon zu spät. Das ist die Zukunft, das die Linken wollen. Also, wie sagen die gerne? Hey, wenn's dir nicht gefällt, geh da nicht essen. Ich würde in das Restaurant gehen. Stell dir vor, Elon Musk übernimmt deinen Job und feuert dich, ohne dass er weiß, dass du 42 Millionen Dollar bekommst, sobald genau das passiert. Aber egal wie viel Geld kann dein Ruf nicht retten, nachdem du gefeuert wurdest. Er sagte wahrscheinlich eine Person, die noch nie im Leben selbst gearbeitet hat. Mein Ruf wäre mir egal, was irgendwelche Chefs in irgendwelchen gammligen Firmen von mir denken, wenn ich 42 Millionen Dollar habe. Das ist, was passiert, wenn dir dein Kind nicht das Passwort gibt, um das Handy zu durchsuchen. Warum willst du das Handy von deinem Kind durchsuchen? Was bist du für ein Scheiß-Elternteil, dass du deinem Kind so wenig vertraust? Also ich könnte es ja bei bestimmten Sachen verstehen, dass du einfach vielleicht so ein paar Social-Netzwerke durchgehst, dass da zum Beispiel kein Creep irgendwie in den Kommentaren ist und sie anschreibt. Aber das ist die falsche Lösung. Da kann man zusammen mit dem Kind arbeiten und dann musst du dem Kind natürlich direkt beibringen, hey, es gibt schlechte und scheiß Personen im Internet und da muss man aufpassen. Hey, können wir das verschieben zu irgendwann anders? Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ja, okay. Ich bin letzte Woche fast gestorben. Nur damit du es weißt. Okay. Was ist denn das für eine Antwort? Was hat das damit zu tun? Ich habe mein Baby Pferd genannt, aber Leute sagen es falsch. Pferd. Pferd? Ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Das Kind wird nur gemobbt. Und du bist schuld wegen so einem Kacknamen. Die Regierung weiß nicht, dass mein 2 Jahre Alter existiert. Also hast du es nicht im Krankenhaus geboren? Und damit schadest du nur dem Kind. Also wenn das aufwächst und du zeigst gar nicht, dass es existiert, dann hat das Probleme, selbst zum Arzt zu gehen. Einen Job zu finden. Irgendwas zu machen im Leben. Warum möchte mein Kind nicht mit mir reden? Ich mache, dass meine Kinder mit mir reden. Geheimnisse gibt es nicht in diesem Haushalt. Ja, du hast auch nicht gemerkt, was das obere, warum da Quotations sind. Das ist dann YouTuber, ne? Kann man bitte, sobald Eltern ihre Kinder irgendwie im Internet zeigen und damit Content machen, die bannen? Hast du meine AirPods? Du musst sie haben. Hallo, antworte mir. Ich will sie jetzt wieder. Dieb. Hab ich nicht? Warum würde ich deine nehmen? Ja, tut mir leid, ich hab sie gefunden. So klein und dumm. Keine Entschuldigung, kein gar nichts, richtig? Also du beschuldigst einfach jemanden komplett, machst die nieder? Ey, so eklige Eltern gibt's da draußen. Ich hab nie verstanden, warum die Leute gesagt haben, dass ich unvorsichtig fahre, bis ich heute nach hinten geschaut habe und mein Baby so gesehen habe. Ich glaube, du hast den Babysitz schon nicht richtig reingetan, weil das sollte nicht passieren können. Und das heißt einfach nur, du bist ein Fahrer. Punkt. Wenn mein Baby meinen Hund schlägt, wie stoppe ich meinen Hund vom Knurren? Werd es los! Wenn es keine Anweisungen befolgen kann, dann wird dein Kind das niemals schaffen. Bring es zurück ins Krankenhaus. Ich finde schön, dass es einfach direkt gesagt wird, ja, bring dein Kind weg. Oder alternativ, hey, du könntest deinem Kind beibringen, wie man eigentlich zu Tieren ist. Ich finde es so schön, dass die Überschrift einfach sagt, okay, du bist ein scheiß Elternteil. Und du solltest dich auch mal bemühen. Fröhlichen Muttertag. Was? Was? Hä? Kannst mich nicht mal besuchen kommen. Nie. Wovon redest du? Schnelles Mittagessen. Einmal im Jahr. Hatten wir nicht gerade ein 3-Stunden-Brunch? Holy shit. Danke. Und jetzt bin ich alleine zu Hause. Denkst du jemals an deine Mutter? Denkst du nicht, dass Muttertag auch schwer für mich ist? Separationsängste von der Mutter? Das Einzige, was du da sagen kannst. Hey, du bist echt eine Mutter. Ja, bin ich. Wenigstens weißt du das. Du kannst es kaufen, aber wenn es nicht geht, schmeiß ich's weg. Ich kaufe es aber nicht für dich. Ich
kauf's für mich. Du kannst nicht einfach irgendwas wegschmeißen, was ich mit meinem Geld kaufe. Es ist im Haus, also sollte es jeder nutzen können. Du kannst Sachen nicht wegwerfen, die ich gekauft habe mit meinem Geld. Ich weiß, dass es dein Geld ist, aber was ist, wenn ein Unfall passiert? Was ist das denn für eine Kackdrohung? Und um was geht's? Ich würde gerne wissen, was die Person gekauft hat, aber muss schon was Schlimmes sein. Könnte eine B ihre eigene Mutter zum Muttertag einfach mal posten und mich taggen oder irgendwas? Liebst du mich denn nicht? Die Mutter möchte, dass man sie auf Social Media taggt, also dass die Tochter sie auf Social Media taggt und sagt, hey, ich hab dich lieb. Nö. Ich hasse es, wenn mein Sohn glücklich ist. Hier, dein Eis, weg! Was soll denn das? Das ist so ein richtiger gammeliger ApoRed und Leon Mascher Prank. Holy shit, geht euch löschen, wenn ihr so scheiße seid. Er rastet aus. Komm, Privatsphäre in unserem Haushalt gibt es nicht. Du hast die Tür zugesperrt. Sie will nicht, dass die Tür einfach abgesperrt ist. Deswegen macht sie eine ganze Tür kaputt. Eklige Eltern. Kannst du bitte die Tür zumachen, wenn du rausgehst? Irgendwie jeder. Ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie nicht Insane Parents, aber das stimmt. Das hat meine Mutter auch nie geschafft. Immer wenn sie ins Zimmer gekommen ist, hat sie es nie geschafft, die Tür zu schließen. Der erste Tag von der ersten, vierten und sechsten Klasse. Wie? Alter, da wird mir echt schon fast schlecht. Die hat ihre eigene Tochter gefotoshoppt, damit sie möglichst weiblich aussieht. Alter, eklig. Ich habe deine Spotify letzte Nacht gesehen. Du hast Back to the USSR gehört. Bitte sag mir, dass meine Tochter kein Kommunist ist. Es ist ein Beatles-Song. Okay, Verräter. Du bist ein Verräter, du hörst einen Song? Ju, das könnte nicht meine Tochter sein oder Sohn. Man kann echt schon viel in Musik reininterpretieren. Aber irgendwo muss ja eine Linie mal gezogen werden, wo man sagt, nee. Du hast Hausarrest. Und dann ist da ein Bild, okay. Hey, du hast irgendwas nicht abgegeben. Okay, did not complete assignment, also hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Du wirst am Sonntag nicht den Film sehen. Ich könnte es verstehen. Hey, Kind, vielleicht ein bisschen bestrafen, wenn keine Hausaufgaben gemacht sind. Und dann sagt es, hey, ich hab's aber abgegeben. Frag meinen Lehrer. Ja, ich schaue gerade online. Ja, dann solltest du es auch ein bisschen Zeit geben. Aber ich finde es nicht komplett verkehrt. Hausaufgaben sind kacke, aber man muss sie halt machen. Und wann kommt das Baby? Ich habe eure Urlaubsbilder gesehen von Disney nach dem Erntedankfest. Und das war ein Babybump. Ich wünschte, du wärst so wie damals und würdest mehr mit mir reden. Ich bin nicht schwanger, nur dick. Ich würde dir erzählen, wenn ich schwanger wäre. Das Bild schaut aus, als ob du im 6. oder 7. Monat bist. Was eine eklige Mutter. Und sie wiegt 140 Pounds. Das sind 63 Kilo. Also wenn sie nicht gerade 1,40 Meter groß ist, ist das nicht Übergewicht. 63 Kilo. Und das ist das Bild, um das es geht. Da soll sie im 6. oder 7. Monat schwanger sein. Die Mutter ist ja auch komplett kaputt. Zwei schlafende Babys im Mutterschaftskissen. Ist das nicht irgendwie gefährlich? Ich weiß nicht, woher das jetzt ist. Ravenclaw. Hufflepuff und Ravenclaw. Was? Hä? Das lasse ich jetzt einfach trotzdem mal drin. Keine Ahnung, warum das hier ist. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben besser wird, wenn du mich wegmachst aus dem, dann tu es! Okay. Genau das sollte man mit problematischen Eltern, Leuten und sonstiges machen. Ganz ehrlich, das geht auch um Freunde und sonstiges. Wenn die euch nur runterziehen, schlecht machen und sonstiges und ihr euch so scheiße bei denen fühlt, dass ihr eh keine Lust mehr habt, geht denen aus dem Weg. Am Anfang wird es wahrscheinlich schwerer sein, aber es wird einfacher über Zeit. Aber leider muss man bei den Eltern immer noch ein gewisses Alter erstmal haben und wahrscheinlich einen Job. Meine Generation wird eine Revolution starten und deine Generation kann nicht mal ein Rasenmäher anmachen. Okay, ich glaube, rechts soll so alte Generation sein und dann links die neue. Und rechts anscheinend ist ein Rasenmäher ja so schwer anzumachen. Vor allem die neuen, die Elektrorasenmäher, die du einmal da Knopf drückst und dann was anderes anmachst und du, wow, zwei Sachen. Und wie war es auf dem Bauernmarkt? Echt jetzt?
Hast du keine Zeit für deine Mutter? 1,5 Stunden später kam die Antwort. Ich antworte meiner Mutter teilweise einen Tag später. Oh, ich habe den Text nicht gesehen. Und kannst du bitte aufhören, mich zu kritisieren? Das bin nicht ich. Ich werde ja schon aufhören zu schreiben. Es ist ja offensichtlich, dass du keine Familie haben willst. Ich sterbe und du heulst nicht. Es ist okay. Okay, gut. Ich würde da nur einen Daumen nach oben geben. Wenn deine Mutter dich fragt, dass du ihr helfen kannst, die Settings zu finden, womit man das Touchpad ausmacht. Aber keine Sorge, sie hat es auch so geschafft. Okay. Es ist, als ob du beim Router so das Kabel rausziehst und sagst, ja, ich habe das Internet ausgemacht. Ich werde dich blocken, also hör auf, mich anzuschreiben, bis du mir genau erklärt hast, warum du das gesagt hast. Bitte nicht. Ich bin gerade in der Hölle, weil ich das gemacht habe. Sie hat gesagt, dass ihre Tochter oder Sohn tot ist. Und dann kommt der Rest. Stell dir vor, deine Mutter sagt, dass du gestorben bist. Schwule Kinder zu haben, heißt nicht, dass du versagt hast als Elternteil. Aber deine schwulen Kinder zu verleugnen und rauszuschmeißen, heißt, dass du versagt hast. Es gibt Leute, die 2023 denken, dass man sich das aussuchen kann, auf was man steht. Und dass Schwule sich das bewusst aussuchen, irgendwie gemobbt zu werden und sonstiges oder angeschrien werden von ihren Eltern, rausgeschmissen werden von ihren Eltern, weil sie es einfach so geil finden. Krass dumme Menschen gibt's im Leben. Ich spiele nicht mit meinen Kindern. Ich rede mit ihnen. Ich füttere sie. Ich lese ihnen was vor. Ich kuschel sie und ich küsse sie, wenn sie traurig sind. Und ich arbeite, um für deren Leben aufzukommen. Sie haben Freunde, mit denen sie spielen können. Ich würde eher sterben, als mit meinen Kindern zu spielen. Holy sh! Stell dir vor, deine Eltern, wenn du so 5 oder 4 Jahre bist, hassen es, mit dir zu spielen. Das ist echt traurig. Dieses Weihnachten besucht unsere Familie Disney World. Mein ältester Sohn ist 39 Inches tall und für die ganzen guten Fahrgeschäfte musste mindestens 40 Inches groß sein. Und deswegen haben wir seine Schuhe höher gemacht. Ist das nicht irgendwie gemacht wegen den Anschnallgurt, damit der auch richtig festhält? Warum die Größe irgendwie da ist? Aber ich glaube, bei 1 Inch oder das sind dann 3 Zentimeter, das wird nicht so schlimm sein. Wenn ihr solche längeren Videos öfters wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video.